Hey Leute, Kicks am Start. In diesem Video erkläre ich euch, welche verschiedenen Arten von Missionen es in dieser Season gibt und was eigentlich mit den Stempelkarten los ist. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die verschiedenen Arten von Missionen, die wir jetzt hier haben in der Season 5. Denn diesmal habt ihr schon gemerkt, ist alles etwas anders. Und ich will jetzt ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und euch genau erklären, was es denn da für Missionen so gibt und ob es Stempelkarten gibt und wie das diese Season abläuft. Wir haben verschiedene Arten von Missionen. Wir haben die goldenen, das sind die legendären Missionen. Dann haben wir epische Missionen, das sind die lilanen. Die seltenen Missionen, die blauen. Und dann gibt es noch grüne bzw. graue Missionen. Wir starten jetzt mal mit den legendären Missionen. Wir haben jede Woche eine legendäre Mission, so ist es zumindest Stand heute. Und diese legendäre Mission hat aber mehrere Phasen. Wir bekommen immer am Mittwoch oder am Donnerstag, wenn die neuen Missionen kommen, immer eine neue Mission dazu, aber die andere verfällt dann. Ihr habt wirklich nur 7 Tage dann Zeit für diese Mission. Diesmal ist es schließe Kopfgelder ab. Das Ganze könnt ihr gemeinsam mit euren Freunden machen. Für die erste Phase bekommt ihr 55.000 XP und dann bekommt ihr später immer mal wieder noch 22.000 XP. Da gibt es auch mehrere Phasen, also es geht mindestens mal bis 25, immer in 5er Schritten bekommt ihr wieder XP. Und übrigens, das mit den Kopfgeldern funktioniert folgendermaßen. Ihr müsst euch einfach einen Auftrag holen bei einem von den NPCs, also bei einem von den Charakteren auf der Map. Dann müsst ihr einen bestimmten Spieler eliminieren. Ich werde dazu gerne auch nochmal noch ein Video machen, wo ihr die ganzen Charaktere findet. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier gerne auch nochmal an dieser Stelle. Auf jeden Fall sind diese Missionen eine sehr gute Möglichkeit, um viele XP zu farmen. Deswegen stehen die auch ganz oben. Also kann man locker 150.000 XP pro Woche farmen. Dann kommen wir zu den lilanen Missionen. Bei den lilanen Missionen gibt es 2 verschiedene Arten, also auch die müssen wir nochmal etwas voneinander unterscheiden. Es gibt einmal die lilanen Missionen wie hier, finde Beskar-Eisen, das sind die Beskar-Missionen. Da sehen wir auch schon, dass wir einen Teil vom Mandalorianer als Belohnung bekommen und keine XP. Diese Missionen bekommt man über den Battle Pass, also wenn man hier mal reinschaut, bei der Stufe 1 steht dabei, schließe den Beskar-Auftrag ab, um die Rüstung des Mandalorianers so freizuschalten. Dann haben wir zum Beispiel bei der Stufe 15 wieder eine Mission und dann, so geht es halt immer weiter. Immer wenn man einen neuen Helden freischaltet, bekommt man hier auch eine neue Mission. Deshalb habt ihr die Missionen auch nicht alle auf einmal, sondern immer nach und nach schaltet ihr diese Missionen frei. Selbstverständlich werde ich auch noch zu diesen Missionen Videos machen, damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, wie das funktioniert. Dann gibt es noch eine weitere Variante von den lilanen Missionen und auch das sind wöchentliche Missionen. Da sollten wir jede Woche mindestens 2 bekommen mit mehreren Phasen. Die eine hat hier zum Beispiel 3 Phasen, die andere hat 4 Phasen und bekommen wir pro Phase, die wir abschließen, immer 20.000 XP. Der große Unterschied zu den legendären Missionen ist hier eigentlich, dass diese Missionen nicht ablaufen. Also diese Missionen bleiben wirklich bis Season Ende da und laufen nicht ab. Die müsst ihr nicht sofort machen. Wenn ihr mal an einer Phase festhängt, dann lasst euch da ruhig Zeit, bis ihr sie irgendwann mal schaffen könnt. Also da habt ihr nicht so einen Druck wie bei den legendären Aufgaben, auf die ihr euch dann wirklich auch eher konzentrieren solltet. Aber auch hier ist halt ziemlich viel XP möglich. Die sind eigentlich selbsterklärend. Weiter geht es jetzt mit den blauen Missionen. Von den blauen Missionen gibt es viel, viel mehr, wie euch angezeigt werden. Hier angezeigt werden euch immer nur so um die 9 Missionen und das sind die, bei denen ihr am nächsten dran von der nächsten Stufe seid. Ihr seht schon, da bin ich überall kurz vor dem Durchbruch, dass ich die nächsten 15.000 XP bekomme. Das sind die Milestones und das ist eigentlich nichts anderes wie die Stempelkarten in der alten Season. Es gibt eine Übersicht aller Milestones, wie viele Stufen es jeweils gibt und was ihr da alles machen müsst. Und die Missionen laufen die ganze Zeit im Hintergrund, also auch die, was euch nicht angezeigt werden. Es gibt zum Beispiel eine, bei der man so und so viele Meter zu Fuß hin zurücklegen muss und die wird mir hier gerade nicht angezeigt, aber es gibt sie definitiv. Diese Milestone-Missionen sind wohl die beste Möglichkeit, um viel XP zu farmen. Also da bekommt man wirklich sehr, sehr oft die 15.000 XP. Ich werde natürlich dort auch nochmal extra ein Video machen, wo ich alle Stufen zeige, alle Milestone-Missionen zeige und natürlich auch mit Tipps und Tricks, wie ihr die am leichtesten erledigen könnt. Also, wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann wisst ihr ganz genau, was ihr jetzt zu tun habt.
Wenn du noch keinen Battle Pass hast oder gerne mal einen Skin gewinnen möchtest, dann hast du jetzt die Möglichkeit, beim Kicksmess Adventskalender mitzumachen. Heute an Tag 5 zum Beispiel verlose ich einmal einen Battle Pass. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt schon 3 Battle Pässe verlost und 2 Skins bzw. eine Spitzhacke und ein Skin. Die nächsten Tage wird da auf jeden Fall einiges kommen und auch nach der Weihnachtszeit wird es immer mal wieder eine Aktion geben und außerdem viele hilfreiche Tipps rund um Fortnite und auch das ein oder andere Rocket League Item werde ich dort auch am Start haben. Wir haben jetzt die legendären Missionen besprochen, die epischen Missionen und auch die blauen Milestone-Missionen habe ich mit euch besprochen, aber es gibt auch noch eine letzte Variante von Missionen und das sind die grünen bzw. grauen Missionen. Da habt ihr jeden Tag 3 von den grünen Missionen, die geben euch 10.000 XP und danach bekommt ihr immer graue Missionen, die geben euch 1.000 XP. Bei diesen Missionen ist es so, dass die immer um 15 Uhr zurückgesetzt werden, also immer um 15 Uhr bekommt ihr neue. Wenn ihr die mit 10.000 XP alle 3 erledigt habt, dann bekommt ihr immer für jede, die ihr erledigt habt, statt der 10.000 XP Mission als nächstes eine 1.000 XP Mission. Das heißt, ihr könnt danach doch immer noch jede Runde mindestens 3.000 XP farmen, allein durch diese 3 Missionen, die euch da angezeigt werden. Wie diese Missionen funktionieren, erkläre ich immer in meinen Videos. Das sind auch die Missionen, wo ihr euch oft denkt, hä, diese Mission habe ich irgendwie gar nicht. Denn die sind einfach random. Da können Missionen dabei sein, wie durchsuche Truhen, aber es kann auch mal vorkommen, wie fahre ein Motocross Rennen im Party Royale Modus oder finde die Honigtöpfe bei Weeping Woods oder finde den Koffer bei Misty Meadows. Also diese ganzen Missionen, die ihr hin und wieder nicht seht, das sind meistens diese täglichen Missionen, die eben zufällig durchwechseln. Manche sind leichter, manche sind etwas schwerer. Ich werde auf jeden Fall zu jeder Mission, die irgendwie Erklärung benötigt, ein Video machen, dass ihr auch wirklich wisst, wie ihr diese Mission erledigen könnt. Ebenso Beispiele wie finde ich die Honigtöpfe bei Weeping Woods. Wenn ihr mal 1-2 Tage nicht zocken könnt, also die 10.000 XP-Missionen nicht abschließen könnt, dann gehen die nicht einfach verloren, sondern ihr bekommt stattdessen den extremen XP-Boost, das ist diese gelbe Leiste, die ihr unten dann seht im Spiel. Die extreme XP-Boost, wie der genau funktioniert, habe ich vor längerer Zeit mal ein Video gemacht, das ist zwar einer aus einer alten Season, aber auf jeden Fall noch up-to-date, was den extremen XP-Boost betrifft. Wenn du also wissen möchtest, wie der funktioniert, dann klick mal auf den Link hier oben rechts drauf oder auch gerne im Abspann. Trotzdem solltet ihr so gut es geht die 10.000 XP Missionen erledigen, allein schon weil ihr danach auch immer diese 1.000 XP Missionen machen könnt, die ihr halt unendlich oft wiederholen könnt. Aber es gibt noch eine letzte Variante von Missionen, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Dazu müssen wir zu einem der Charaktere gehen und dort einfach mal eine Mission annehmen, so wie hier zum Beispiel zerstöre Waschbecken und Badewannen, und dann schauen wir jetzt auch gleich mal zu unseren Missionen und da sollten wir jetzt ganz unten bei den grauen Missionen auch eben diese Mission am Start haben. Da gibt es 2 unterschiedliche, einmal welche, die man in einem Match erledigen muss, aber die meisten davon, für die habt ihr 1 Stunde lang Zeit, also es muss nicht im gleichen Match passieren. Es gibt insgesamt 40 verschiedene Charaktere und jeder hat andere Missionen für euch. Die einen sind leichter, die anderen sind schwerer, die einen NPCs zahlen sich mehr aus, weil sie gute Waffen haben oder man kann dort auch was aufrüsten. Ich habe wie gesagt ein Video gemacht zu allen 40 NPCs, das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, denn es ist einfach sehr, sehr hilfreich in der Season 5. Jetzt hört auf das Lama in der Endcard und haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer Kicks.